So, weil sich viele Leute ja gewünscht haben, hier. dass man hier mal zeigt, was wir hier machen. Wir bohren hier. Ja, wir bohren halt komplett schräg. Das Loch ist jetzt etwa 70 cm tief. Ich bin erstmal auf ein paar Steine aus der Hausbauzeit gestoßen. Die Nerven liegen blank. Justus bohrt die ganze Zeit so ein bisschen schräg. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn hat. Sag so gerade, wie geht. Junge, lass mich das jetzt machen. So, hier. Das haben wir so in etwa 2 Minuten schon rausgeholt. Also es geht auf jeden Fall ordentlich voran. Ui, da kommt die nächste. Da liegt aber sehr viele Steine. Ah, Papa, kannst du uns Kaffee kochen? Es geht auf jeden Fall weiter. Ja, wir holen ordentlich Steine raus. Ah, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen. Oh nein, da ist gerade ein Stein wieder reingefallen. Du musst jetzt nicht die ganze Zeit filmen. Wenn du nichts Lustiges dazu beizutragen hast, dann kannst du auch rausmachen. Mal weg. Gehen Sie weg. Mach noch ja, die Taschenlampe kann auch raus. Loch auf jeden Fall. Ja, ich muss gar nicht viel machen. Morgen 6 Uhr früh. Auf der Baustelle. Auf der Baustelle. Wir arbeiten im Team. Toll, ein anderer macht's. Justus zerstört das Baumaterial. Justus hat seinen Kaffee getrunken, jetzt hat er Energie. Wir müssen noch ein bisschen auftanken. So. Kippen wir jetzt ein bisschen Wasser rein. Dann funktioniert das mit dem Graben, vor allen Dingen mit dem Kies, viel besser. Also wir sind auch schon bestimmt ordentlich weitergekommen. Der Bohrer ist jetzt komplett im Loch verschwunden. Und man sieht eigentlich nur noch die Verlängerungsstange und den Griff. Und David. Ja, David ist in seinem Element hier. Der kleine Racker. Wir haben gerade gesehen, ich weiß nicht, ob man das sieht, da fällt die Wand ein, weil da so viel Kies ist. Wegen des Wassers wahrscheinlich auch. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen weiter und gucken, wie sich das entwickelt. Wir kommen auf jeden Fall trotzdem immer noch so langsam voran. Ist schon scheiße, wenn das Handy da reinfällt, oder? Ja, da dachte ich mir auch gerade, was würdest du dann machen? Man muss da reingreifen. Ja, es geht vielleicht noch. Das hast du schon. Ja, aber der Idiot, ja, der Linke. David hat Scheiße gemacht. Ja, er fand es lustig, da eine Flasche reinzuwerfen. Also das war schon lustig. Und dann der Deckel ist so hochgekommen. Ach, der Deckel ist schon wieder da. Hier. Ah, hier ist die ganze Flasche. Ja, super. Supi. Da musst du nicht da rein. War das witzig? Ja. Ja, schon. Ich kürze das mal ab, das war nicht witzig. Ein seltenes Bild. Justus bohrt und ich chill einfach. Aber. Sonst war das immer andersrum. Aber der scheint da irgendwie einen Gefallen. Ja, Zwischenzeit. Was hat Justus kaputt gemacht? Ja, so generell so Sachen in der Zwischenzeit, wo man dann sowas gemacht hat. Ach so, ja. So Sachen gemacht. Man macht irgendwas und Justus schmeißt irgendwie Erde ins Loch rein, weil ihm langweilig ist. Oder? Ich werde nur geärgert. Nein, du machst das super. Daumen hoch. So. Es ist jetzt ganz viel Wasser in dem Loch drin. Was hältst du von den aktuellen Ideen zur... Die aktuellen Ideen nerven. Du sagst eine sehr schlechte Idee. Ah, guck, da ist ein Stein drin. Sind die Ideen immerhin witzig? Nein, diese Ideen sind auch nicht mehr witzig. So, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich das Handy nicht reinfallen lasse. Da unten, sieht man es vielleicht, ist ein fetter Stein und den gilt es jetzt rauszuholen. Das kriege ich mit diesem Profil hier nicht hin. Dafür brauche ich mehr Werkzeug. Anderes Werkzeug.